Moin. Na, Herr Kommissar, fall nicht hin. Fall nicht hin, Mann. Scheißwetter, ne? Regen bringt Segen. Und er bringt Rotbarsch, Seelachs, Kabeljau. Eine Ladung Fisch aus Dänemark. Ist meine Ware damit? Ja. Hast du gute Laune? Ja. Du ja. Ein Glück. Die anderen sind alle bescheuert. Stell's mir hierher und ich zieh das durch. Alles klaro, danke. Hallo Jungs, einmal durchziehen. Ganz in weiß mit Schwung, Jörg. Ey, was ist das denn? Heute wieder in Hollywood? Auf dem Fischgroßmarkt in Hamburg wird das Geld über Nacht verdient. Kommt rein in eine gute Stube. Die Kunden kommen gleich, der LKW ist schon ein bisschen spät und die Leute sind heute ein bisschen alle angespannt, warum auch immer. Ich habe schon gesagt, sind die in den Wechseljahre oder irgendwas, weiß man ja nicht. Den Rotbarsch filetieren sie von Hand. In manchen Nächten 3 Tonnen. Du Sultan, komm mal bitte, komm mal. Du musst viel gucken mit deinen Augen, immer gucken. Egal was. Guck mal, wenn du deine Frau anguckst, musst du auch angucken. Und genau den Fisch musst du auch angucken. So verliebt, verstehst du? Du musst gucken, wie das Messer geht oder nicht, Ali. Kann man doch so sagen. Mach mal, einmal nur probieren. Ich muss gucken. Heidi Meier ist die Chefin des Fischgroßhandels Heidi Fisk. Beim Filetieren kommt es auf jedes Gramm an. Denn jedes Gramm bringt mehr Geld. Er kann... Aber er fasst das Messer zu steil an. Verstehst du, was ich meine? Ich erkläre Ihnen das gleich nochmal. Das ist zu steil. Also ja, ja. Wie heißt das bei dir? Eierbarlock, ne, oder? Utskumaro? Utskumaro. Siehst du? Ich kenne mich ein bisschen aus. Ja. Heidi ist mit einer Schwester und 4 großen Brüdern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Leider kein Bedarf, aber ich sag mal, die Makrelen sehen dann auch knackig aus. Die sind total knackig. Super schöne Ware. Ganz steife Ware, wirklich. Heidi ist cool. Also Heidi ist immer, ne? Ja. Immer ein Schnack, ne? Das ist also wirklich. Also die versteht einen auch, ne? Also das ist immer, ich sag mal, die Sorgen, die Nöte. Und man hat immer mal so, ne? Sie hat einmal immer ein offenes Ohr, ne? Heidi? Ja, vielen Dank, ja. Also das ist auch noch in dem Sinne. Ja. Der Fischmarkt ist eine Männerwelt und Heidi die einzige Frau unter den Großhändlern. Ich denke auch, dass wir Frauen ein bisschen mehr Feingefühl haben für das eine und für das andere. Denke ich mal so, ne? Ja, wir lassen ja trotzdem nicht alles mit uns machen. Ne? Ist ja nicht nur so, weil wir jetzt hier Frauen ungefähr jetzt, ja, denen können wir was erzählen. Nee, also wir geben schon Gas. Gas. Bisschen Eis muss er und dann muss los. Ja, ist mein Auto draußen. Ja, warte, Papa. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Mal richtig überlegen, zack, zack, so. Ich kann das nicht ab, wenn man da so ein und noch ein. Das ist ja, der Nächste wartet. Dann hat man ja auch früh Feierabend, wenn die Kunden fertig bedient sind. Das Geschäft hat ihr Vater gegründet. Als sie den Großhandel von ihm übernahm, war sie gerade 19 Jahre alt. Die sind ja schön dick und fleischig, ne? Den ersten Fisch habe ich filetiert, so richtig mit 12. Aber ich bin schon viel, viel früher mit immer auf dem Wochenmarkt gewesen. Also 12 war ich, wo ich richtig schon filetieren konnte. Aber mein Vater hat darauf geachtet. Er hat dann immer gesagt, nein, was Kleines, wo man so nicht so viel kaputt schneiden kann. Also da hat er schon drauf geachtet. 33 Jahre ist Heidi jetzt Chefin. Bald soll ein anderer übernehmen, ihr Sohn Julian. Seit kurzem schmeißen sie den Laden gemeinsam. So, die können rein. Na Julian, was sagst du, der Kabeljau, wie gefällt er dir? Ja, super Kabeljau. Das ist Kabeljau 3 und 2 haben wir gekriegt. Die unterscheiden sich in der Größe. Das ist jetzt Nummer 3. Geangelte Ware. Alles zum Blankverkaufen. Ne? Alles zum Blankverkaufen. Das heißt, wir köpfen die und packen die dann in eine Kiste. Oder auch filetieren. So. Ich freue mich richtig, dass er das alles schon... Ja.
in der kurzen Zeit. Wahnsinn. Was das jetzt Längen, ne? Heidi ist 52, Julian ist 22. Viele Sachen sind auch schon verkauft für Einzelhändler. Das ist Seeteufel, mit Kopf oder ohne? Ja, mit Kopf. Ne? Eigentlich hat der Kunde, beziehungsweise wir auch, ein Stück 10 Kilo. Jetzt hat er zwei kleinere geschickt, aber das sollte auch in Ordnung gehen. Ne? Hier ist noch ein zweiter drin, so ungefähr 10 Kilo. Das ist verkauft auf jeden Fall. Ja. Eigentlich dachte Heidi, Julian würde nach dem Fach-Abi studieren. Doch er wollte lieber ins Familienunternehmen. Also wenn die Ware kommt, müssen wir gleich Qualitätskontrolle machen. Dass natürlich bei den Bestellungen keine Fehler passieren. Dass ich keine Fehler mache, wenn ich die Lieferscheine schreibe. Ne? Weil sonst, keine Ahnung, wenn ich was vergesse, dann verlieren wir was. Genau. 1490,50. Also. Man arbeitet ja auch mit viel Geld. Die Ware muss auch bezahlt werden. Und die jetzt neu anfangen, die müssen immer gleich sofort bezahlen. Man darf nicht zu schnell Vertrauen schenken. Ich schenke eigentlich zu schnell Vertrauen. Deshalb will ich, dass Julian da ein bisschen aufpasst. Bis Sonnenaufgang sind die meisten Geschäfte gemacht. Feierabend ist aber erst um 10. Fährst du mich heute wieder nach Hause? Ja, ich fahre den nach Hause. Ja. Vorgestern hat sie mich nach Hause gefahren, da habe ich geschlafen im Auto. Normal ich kann bei anderen Leuten eigentlich nicht schlafen im Auto, aber ich war so kaputt. Ne? Und dann sind wir auf der Autobahn und dann, weiß ich, sie musste bremsen und dann sage ich, wo bin ich? Ne? Ja. Und hast mich gefragt, habe ich geschnarcht? Nein, hast du nicht. Die Fahrt nach Hause dauert eine Dreiviertelstunde. Dann ist sie da. Auf ihrem Resthof im Hamburger Umland. Den hat sie gerade erst gekauft und von Grund auf saniert. Der muss auch mit. Ich glaube, ich habe so einen Tick, so einen Steintick. Das hat was von der Natur. Ja, ich liebe das. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Also ich fasse die an und die geben so viel wieder. Wahnsinn. Heidi betreibt jetzt neben dem Fischhandel auch einen Bauernhof mit Pferden und Weideland. Ich lege da vorne so ein Steinbeet an. Ja, wir haben ja einen kleinen Bauernhof schon immer gehabt, meine Eltern. Und wir hatten ja auch damals ganz viele Tiere. Und das war schon immer mein Wunsch. Und jetzt, letztes Jahr durch Zufall, konnten wir das hier erwerben. Da war ich Feuer und Flamme. Das gibt mir Kraft. Das ist ein Ausgleich zu meiner Arbeit. Ja, was wollen wir da jetzt mitmachen? Abspülen, Schlauch rausholen. Abwaschen. Abwaschen. Mit ihrem Mann Sönke hat Heidi hier alles neu aufgebaut. Und dabei waren sie nicht immer einer Meinung. Super. Doch, das sieht ja nachher immer schick aus, wenn sie das macht. Jetzt sage ich dann, wie wird das aussehen? Aber wenn es dann fertig ist, dann hat sie dann doch mal recht und sieht dann schick aus. Ich fahr lieber Träger. Ihr ehemaliges Haus ist noch nicht verkauft. Die beiden müssen noch immer Sachen rüber auf den neuen Hof bringen. Wie diesen Steinbrunnen, an dem Heidis Herz hängt. Sönke gesagt irgendwann, ich bin jetzt platt. Ich sag, das geht gar nicht. Wir müssen auf den Boden kriechen. Genau, das war zu wenig heute. Wir müssen ein bisschen mehr machen. Ja, der wiegt ja auch gar nichts. Hast du? Ja. Oh. So, gut. Und den nächsten Sönke, den musst du mit dem Bagger. Sönke hat lange als Malermeister gearbeitet. Passt, passt. Er kann so vieles. Das hole ich immer dann raus. Er ist so begabt. Oh, Wahnsinn. Maler, Baumann, alles in einer Person. Und jetzt ist er noch ein Steinemann. Steinsetzer. So rein die Murmeln da jetzt mit. Ja, los. Eins, zwei, drei. Und vor 5 Jahren hat Sönke seinen alten Beruf aufgegeben und ist mit in Heidis Fischgeschäft eingestiegen. Er ist hier der Chef. Ich will ja gar nicht Chef sein. Nein, zu Hause bin ich nicht Chef. Nur in Hamburg. Nur in Hamburg. Da bist du Chef. Hier ist nur Freizeit und alles toll. Der neue Hof liegt etwa 10 Minuten vom alten Haus entfernt. Der Steinbrunnen soll einen Platz im Vorgarten des Gästehauses bekommen. Kleinstück.
Da ist was abgebrochen. Der war rangeklebt. Die Öffnung war da rangeklebt. Das kriegen wir immer zusammen hin, egal wie. Wenn es auch mal schwierig ist, aber passt dann. Am Ende stimmt's. In wenigen Tagen wollen sie den Einzug feiern. Mit Familie und Helfern. Bis dahin soll unbedingt auch der Brunnen plätschern. Jetzt ein warte mal kurz. Warte. Das Loch, also die Öffnung, dass ich da den Gartenschlauch reinkriege. Oh, zurück, zurück, mein Fingermann. Stell dich nicht so an. Sag mal, abgeknickt. Spinnst du? Du sollst doch nur nach Anweisung was machen. Hier sind gleich Komplikationen. Hältst du ihn? Nee, ja. Nicht runterfallen. Finger weg. Nicht knallen lassen. Hast du ihn? So, das war auch der Schwerste. Aber man muss auch aufpassen, dass wir nicht zu viel uns hier auspowern. Das Geschäft ist ja auch wichtig, weil wir müssen auch fürs Geschäft da sein. So. Wunderbar. Hat was. Das Geschäft auf dem Fischgroßmarkt läuft 6 Tage die Woche. In dieser Nacht übernimmt Heidis Sohn Julian den Großhandel, denn die Chefin fährt mit auf den Wochenmarkt. Das zweite Standbein der Familie. Vorher besorgt sie auf dem Großmarkt frische Ware für den Stand. Aber ja nicht abgeben. Der nehme ich 2 Kilo Welsfilet mit, 2 Kilo Kabeljaufilet. Und dann wollte ich, du Julian, hast du für mich besorgt, das was ich gesagt hatte? Ja, kann ich dir gleich rausholen. Moin. Ja? Hol ich gleich raus. Heidi muss immer alles wissen und immer auf dem neuesten Stand sein. Und es wird immer, auch wenn wir nur kurz telefonieren, es wird alles abgefragt. Also das ist ganz normal. Ich kenne das nicht anders. Die Kunde pickt schon durch. Ja, das, Julian hat für seine Mutter eine teure Spezialität besorgt. Julian, was sind das? Das sind Königskrabbenbeine. Ganz was Feines. Woher kommen die? Aus dem Norwegen, ne? Ja. Sie hat eine Kundin bestellt und bei uns auf dem Wochenmarkt. Und jetzt bringe ich das mit. Auf dem Wochenmarkt in Barmstedt bei Elmshorn hat Heidis Familie seit Jahrzehnten einen festen Platz. Ihr Vater hat dort schon in den 50er Jahren Fisch verkauft. Meine Eltern sind ja da damals mit angefangen. Und da habe ich dann gesagt, das führen wir weiter. Weil da sind die wirklich, wie mein Vater damals, ich sag jetzt mal, mit meinen Großeltern aus dem Krieg gekommen sind. Die sind ja geflüchtet, die kamen aus Pommern. Und mein Großvater war auch schon immer Lebensmittelhändler. Und dann ist mein Vater hier irgendwann quickborn, hat er sich ja auch selbstständig gemacht. Machen wir ein bisschen langsamer. In 1,9 Kilometer rechts abbiegen auf Dorfstraße. Ja, Baustelle. Aber das, der fährt genau so, wie ich gesagt habe. Aber auf mich will ja keiner. Nein, ich will das noch mal ganz sicher haben. Habe ich verstanden. Ja, ist so, wie es ist. Wir müssen uns absichern, die Kunden wollen Fisch. Warm steht, wir kommen. Wir brauchen euer Geld. Das moderne Verkaufsmobil ist eine Spezialanfertigung. Mit Umluftkühlung und LED-Beleuchtung. Eine große Investition, die sich noch auszahlen muss. Also 100 Gramm Königskrabbe, 89. 100 Gramm. Nicht ganz so günstig. Aber schmeckt. Besser als Hummer auf jeden Fall. Dreimal besser, sag ich mal. Manche Kunden kauften früher schon bei Heidis Vater. Andere muss sie jedes Mal neu gewinnen. Und sonst noch ein Wunsch? Ja. 2x50 Gramm Krabbenfleisch. Ja. Aber mit Liebe. Mit Liebe. Ja. Machen wir. In Barmstedt half Heidi schon als Kind auf dem Stand ihrer Eltern. Der war allerdings noch viel kleiner und das Angebot nicht halb so groß. Nur den Kabeljau gab es damals auch schon. Ja, das war eben alles anders. Die Fische kippte man direkt so auf so einen Holztisch, weiß ich noch, so sonntags auf dem Fischmarkt. Die Länge? Ja. Und dann kamen die Kunden, oh, aber nur die Leben, wo der Schwanz hinten wackelt. Heute darf man das ja nicht, ist ja auch richtig.
Das geht nicht. Oder lebende Aale, das ist verboten. Aber früher war das wirklich so, die wollten alles zappeln, leben. Oder auch der Karpfen, der muss noch mit nach Hause in der Badewanne. Heiligabend wurde der geschlachtet zu Hause. Ne? Ja. Da ist Lachsforelle. Eine Lachsforelle, mein Süßes. Er muss die Augen sehen. Nein, die nicht. Die hat graue Augen. Das ist kein Steinbutt habe ich da. Seeteufel. Kannst du mal gehen, mir das Telefon nehmen? Ja. Maja. Ich habe das sofort eingestellt. Also der kriegt morgen keine Ware mehr. Nein. Die Buchhaltung hat angerufen. Ein Kunde vom Großmarkt hat seine Rechnungen nicht bezahlt. Genau das. Ja. Ich bin sprachlos. Deshalb, wie gesagt. Ja. Der hat ein paar Lieferungen jetzt bekommen, die er nicht bezahlt hat. Und da sprechen wir von ein paar Zehntausende. Ne? Und ja. Ist so. Muss ich hinterher. Aber ja, ich darf mich heute nicht ärgern. Ich muss jetzt trotzdem hier ein bisschen freundlich sein. Ist so. Ein Kunde hatte ich jetzt vorgestern schon gesagt, gibt's nicht mehr. Kauft sich ein Wohnmobil. Und dann gucke ich, ich sage, hä? Dann hat sich ein Wohnmobil gekauft. Und da habe ich zu meiner Buchhaltung gesagt, wie? Ja, sagt sie, 6 Wochen nicht bezahlt, aber kaufen sich ein Wohnmobil. Auch zack, gibt's nichts mehr. Soll noch zur Bank. Ach, das ist meine Kundin mit der Königskrabbe. Ich gehe mal nach vorn. Moin, moin. Ich pack das mal ein. Darf ich die durchbrechen? Ja, du brichst sie ja sonst auch durch, ne? Genau. Wir waren in Norwegen im Urlaub und haben das erste Mal gegessen. Und man bekommt das nirgends woanders. Also selten, dass Fischhändler das anbieten. Ja, super. Super. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Grüße. Das mache ich. Tschüss. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, ich habe bestimmt auch einen schlechten Tag, aber ich kann das überspielen. Schauspieler, weiß ich auch nicht, irgendwo zauber ich das raus. Ich habe damals mal so viel Druck bekommen von meinem Vater. Mensch, ich habe geheult. Ich konnte gar nicht raus. Verheulte Augen. Meine Mutter, heul doch nicht. Aber hier geht das. Dann kann ich das tauschen. Genau, das ist Milder Bismarck Nordseekrabbe in Dill-Joghurt. Und 3. Schöne Restwoche. Dankeschön. An guten wie an schlechten Tagen bleibt am Ende fast immer etwas übrig. Normalerweise werden die Reste auf dem berühmten Hamburger Sonntagsfischmarkt unters Volk gebracht. Doch der findet wegen Corona momentan nicht statt. Say it's all right. It's all Heidi kommt trotzdem regelmäßig her, denn sie weiß, hier gibt es Menschen, die dringend eine Mahlzeit brauchen. Ja, heute stehen ja hier Wohnmobile und sonst ist ja hier schon sonntags Fischmarkt. Und jetzt, wo die ganze Zeit Ausfall war, habe ich mich hier dann mal unten hergestellt und habe ein bisschen Sachen verteilt. Ist noch nicht da? Heidi sucht nach Robert, einem Obdachlosen, den sie seit Jahren kennt. Wie spät ist es denn jetzt? 9.30 Uhr, ne? 9.30 Uhr. Ein paar Minuten warten wir noch. Diese Tüte, bin ich mir sicher, die hat Robert vollgesammelt. Weil wenn hier irgendwas liegt, es wird aufgesammelt, reingesteckt, hingestellt. Ist so. Das ist ein ganz ordentlicher. Dann ist Robert plötzlich da. Das finde ich ja toll, dass du heute wieder schon. Für die kalten Nächte auf der Straße hat ihm Heidi auch eine Jacke besorgt. Kannst du gebrauchen? Kann ich alles gebrauchen. Ich habe noch eine Jacke jetzt, ja. Aber die kann ich. Habe ich jetzt mitgebracht. Ich kann noch eine zweite, wenn das kälter wird. Zwei, ja. Schön ein bisschen länger, hattest du gesagt. Wolltest du ne? Gut, du wolltest ja nicht, du hast gesagt, wenn geht. Heidi ist okay. Einmalig. Die Mitarbeiterinnen verteilen Fischfrikadellen, Kuchen und Getränke an jeden, der kommt. Bitte schön, und hier auch ein Getränk, bitte sehr. Und es gibt so viel Elend, warum soll man dann gutes Essen wegschmeißen, wenn man damit anderen Menschen helfen kann? Okay. Vielen Dank. Jo, dann lass uns los. Das restliche Essen bringen die Frauen zur Fischmarkttoilette.
Heidis Freundin Helga macht dort sauber und will das Essen im Laufe des Tages an Bedürftige verteilen. Nur einfach warm machen im Backofen und schönen guten Appetit. Ja, bitte schön. Schönen Sonntag, wir müssen mal hier rein. Komm, komm mit. Hast du hier Hundewasser hingestellt? Die öffentliche Toilette wird stets von einer Wärterin wie Helga beaufsichtigt. Im privaten Aufenthaltsraum hat sich Helga, die auch für Heidi Ware ausfährt, häuslich eingerichtet. Ja, habe ich hier auch. Guck mal. Ich habe meine heiligen Perlen dabei. Hier. Siehst du, dass wir uns das immer wiedersehen? Ja. Und den Kaffee eben noch? Sie macht auch wirklich viel für die Leute und so. Ne? Also fair ist sie und also nimmt keine, also sagen wir, sie selber steckt zurück, was ich mitgekriegt habe. Und das finde ich nicht so schön. Sie muss auch mal zur Ruhe kommen. Die ist nur unterwegs, nur auf Achse, um anderen zu helfen. Tatsächlich ist das so. Ich habe ja noch eine Schwester, die ist behindert und da muss ich wirklich sagen, die konnte nicht immer alles so. Nicht Fahrrad fahren, die ist nicht zur Schule gegangen. Und irgendwie war ich schon traurig so, ne? Und ich glaube, da ist das so ein bisschen, entstanden, kann man sagen. Wenn die dann irgendwie so eine Tanzgruppe hatte, dann bin ich da auch mitgefahren, dann waren da noch mehr Behinderte. Und ja, dieses Kümmern, dieses Helfen, das ist schon von, ja, weiß ich nicht, klein auf an. Dass ich immer helfen will. Es muss nur einer anrufen und sagen, oh, ich habe irgendwas, kannst du mal kommen? Ja, dann bin ich da. Na, meine Süße, nur zugucken. Heidis Schwester Ulrike ist 61 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Guck mal, wer ist da? Ist der Oskar da? Sie lebt in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Norderstedt. Nein, wir gehen jetzt erstmal links ab. Hier ist rechts ab. Wir gehen da rüber. Immer hier. Marien. Streichel doch mal hier schön über die Nase. Bis vor 3 Jahren hat Ulrike noch bei der Mutter gewohnt. Also wir freuen uns jeden Tag, dass wir Ulrike haben und dass sie hier auch ja, noch mal Kraft tanken kann. Sie hat jetzt auch in den 3 Jahren bestimmt 30 Kilo abgenommen. Ja, bestimmt. Und wir haben sie hergebracht, da hat sie noch einen Stock gehabt. Und den brauchen sie nicht mehr. Sie kann sich total gut bewegen, ne? Geht ganz viel spazieren, tanzen, alles. Also wirklich da, ja, wir freuen uns total. Umgeknickt, naja. Da hingefallen, da ich bist du hingefallen? Ja, ja, bin ich da hingefallen. Ja. Bestimmt, weil du zu hastig warst. Nee, Sönke, das machst du schön nicht. Ich mach kein Schaukeln. Nee, ich werde ruckzuck schwindelig. Ich kann das nicht, ja. Ich weiß nicht, warum sie das so kann. Ja. Heidi hat sich schon immer viel um ihre Schwester gekümmert. Sie hat sogar die Vormundschaft übernommen und für Ulrike diesen Platz gefunden. Sie war auch ganz oft bei uns, ne? Also wo sie noch nicht hier in der Einrichtung war. Und dann, wenn das mal nicht so ging, dann muss ich wirklich sagen, dann fängt sie aber auch an, ruckzuck zu streiten. Meinen Großen hat sie wirklich, ich weiß nicht, bis er 16, 17 war, ruckzuck zum Heulen gebracht. Am Spiel gespielt, fängt sie an zu schummeln und also ruckzuck. Ja. Hallo. Hallo. Bis morgen. Julian, Heidis Großer, ist inzwischen Geschäftsführer des Fischgroßhandels. Als jüngster von 15 Mitarbeitern. Das ist eine große Verantwortung. Das wurde 40 Jahre super geführt und läuft seit 40 Jahren, dann will ich das am besten auch noch 40 Jahre weiter so führen. Ne? Mal gucken, wie lange es denn noch Fisch gibt. Wird ja auch viel gesprochen, dass es irgendwann keinen Fisch mehr gibt. Ne? Aber solange es Fisch gibt, möchte ich das gerne auch machen. Julian ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Jetzt muss er lernen, das Geschäft alleine zu führen, ohne seine Mutter. Der Gedanke, dass sie da ist, das langt mir eigentlich schon. Ne? Dass, wenn es mal Probleme gibt, dass ich dann kommen kann. Morgen!
In Nächten wie diesen kommt Heidi nur noch auf Stippvisite. Sie zieht die Fäden im Hintergrund. Jetzt ist Julian der, der vor allen anderen da ist und nach allen anderen geht. Du sollst vielleicht ein bisschen mit drauf achten, dass sie rotieren. Da aufladen, Marco parkt immer da hinten, dass sie das alles im Blick haben. Also ja, ja. Daniel, wenn er links gleich kommt, dass wir da ein bisschen drauf achten, dass das dann gleich auch für Forst Kalinowski aufgeladen wird, ne? Nicht, dass die sich denn irgendwie verstecken irgendwo. Gibst du mir auch einen Fisch rüber? Seit 3 Jahren hat Julian eine eigene Wohnung in der Stadt, aber immer noch ein Zimmer bei Sönke und Heidi. Was du noch von mir jetzt lernen kannst, ja, einfach noch ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass du auch merkst, wer denn jetzt schlechte Laune hat. Ja. Und ruhig sein und ja, so. Alles sein, gut. Ruhig bin ich, ja. Ja, ruhig bist du, ja. Als Kind wollte Heidi eigentlich was mit Pferden machen. Fische waren nie ihre Lieblingstiere. Den Geruch wird man los. Man wäscht sich und dann ist das weg. Die Klamotten kommen in eine Maschine und alles ist gut. So sehr Heidi die Nächte auf dem Fischmarkt liebt, so sehr freut sie sich, endlich angekommen zu sein. Am Rande Hamburgs in Schleswig-Holstein mit eigenem Pferdehof. Hey Junge, komm ran! Himmel, blaue Augen! Heute wird eingeweiht. Um 4 Uhr war ich das erste Mal wach. Da kam das erstmal so, in 260 Tagen haben wir das hier alles hinbekommen. Das ist schon, oh, schon der Hammer, ne? Moin. Na, den Blumenstrauß kriege ich auch noch. Oh, das ist ja toll. Hallo Martina. Na, meine Süße. Alles klar? Möchtest du auch was trinken? Kaffee oder was? Ja, Kaffee schwarz. Kaffee schwarz? Ja. Königswald hat Heidi den Hof getauft. Nach dem nahegelegenen Königsgehölz, in dem sie schon als Kind gespielt hat. Oh, toll. Ja. Klasse. Super. Oh, ich freue mich. Großen Respekt. Also, das auch, ja, neben 2 Firmen sowas noch aufzubauen und dann in so kurzer Zeit, das muss man erstmal schaffen. Ich werde hier viel mehr Zeit haben. Ja, Julian ersetzt mich wirklich gut in Hamburg und da bin ich wirklich richtig, richtig stolz. Freunde haben schon gestern gesagt, was machst du jetzt, wenn hier alles fertig ist? Ja, Zeit genießen. Die Zeit, die zwischen Fisch und Pferden so bleibt. Denn ein Leben ganz ohne Fisch, das kann sich Heidi nun auch nicht vorstellen. Dann starten wir ein nächstes Projekt. Bestimmt nicht. Nee. Was? Ich würde das mit dir sofort noch mal wieder. Ja. Jetzt ist Schluss. Nochmal einen neuen Rest. Schon schön, ne? Oder? Ja, hier können wir unseren Rentenabend verleben.